Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Survival. Wir sind wieder da und wir spielen jetzt hier wieder eine Runde Minecraft, jawohl. Nachdem die Folge gestern ausgefallen ist, das muss ich noch ganz kurz erklären, weil ich Fallout New Vegas tatsächlich eine Stunde und 40 aufgenommen habe, oder es zumindest tun wollte. Zweimal, versteht sich. Und irgendwie, es hat nicht funktioniert. Die Folgen waren immer wieder für den Arsch und die eine Aufnahme war komplett kaputt. Das habe ich in der Folge 100 von Fallout New Vegas erklärt. Und da hat leider Minecraft ein bisschen drunter gelitten und die anderen Projekte leider auch. Das ist das Problem. Aber jetzt sind wir wieder hier. Zurück bei Minecraft Survival. Jawohl, das heißt, es gibt heute eine Folge und morgen eine Folge. Das ist super, oder? Und ich habe mir jetzt überlegt, wir haben jetzt unser Gebäude da unten unser Häuschen hier gebaut, also unsere Kellerstube sozusagen. Und jetzt haben wir hier so ein paar Kisten noch über. Ich würde sagen, wir packen einfach mal ein bisschen was rein. Hier zum Beispiel können wir ja Baumaterialien reintun. Nur so richtige viereckige Blöcke sozusagen. Holz aber nicht. Oder hier so Sachen wie Steinziegel, Leitern. Was weiß ich, was man hier halt noch so hat. Hier würde ich dann, oder ich würde sagen, hier, wo wir noch gar keine Kiste haben, wir müssen erstmal noch ein paar Bäume fällen gehen. Pass mal auf, das machen wir mal gerade. Machen wir mal eine kleine Baumfällerfolge. Jawohl. Und dann muss ich noch über ein Thema sprechen. Dann machen wir gleich. Ich brauche erstmal Eisen. Genau. Und dann bauen wir uns eine Axt. Das ging so. Und so. Okay. Das kommt wieder hier rein. Und die Sticks nehmen wir ja sowieso mit. Jo, dann gehen wir ein bisschen Bäume fällen. Welche Bäume ist im Grunde genommen wurscht? Nur wichtig, dass wir eben ein bisschen Holz sammeln. Für die noch zu ergänzenden Kisten. So. Worüber wollte ich mit euch reden? Mir ist der Rasierer ausgerutscht. Seht ihr das? Ich habe meinen Bart verloren. Das ist wie, ja, wie wenn man seine Seele verliert als Mann. Ja, ohne Scheiß, das hat mich echt angepisst. Ich wollte mich eigentlich einfach nur ein bisschen rasieren und den Bart ein bisschen trimmen, weil der schon so Locken gezogen hat. Und habe ich aber nicht gesehen, dass der statt auf 4 oder auf 6, wie ich ihn immer habe, auf 2 eingestellt war. Und da habe ich dann diese Haarbüschel im Waschbecken liegen sehen und es war schlimm. Das mag man gar nicht. Das glaubt man einem vielleicht gar nicht. Aber es ist wirklich schlimm und ich wider mich wirklich an, wenn ich mich jetzt im Spiegel angucke und sehe dann irgendwie, dass da kein Bart mehr ist. Das ist echt ungewohnt. Also ich bin froh, wenn der in der Woche oder zwei wieder nachgewachsen ist. Weil wenn man irgendwie einmal so einen Bart so eine lange Zeit hatte, dann sieht man ohne Bart irgendwie aus wie, ja, wie nackt irgendwie. Das ist echt schwer, das irgendwie zu beschreiben, aber vor allem, wenn man selbst keinen hat. Aber das ist echt nicht schön. Naja, anderes Thema, was ich noch ansprechen wollte. Und zwar, The Forest. Genau, The Forest wollte ich noch ansprechen. Wir haben ja ein Let's Play to The Forest. Und ich muss mal gucken, da ist jetzt ein neues Update rausgekommen. Und das Problem ist, dass man mit diesem neuen Update jetzt quasi wieder komplett von vorne anfangen muss. Und das finde ich kacke. Nee, das finde ich nicht so toll, weil wir ja im Grunde genommen erst von vorne angefangen haben. Also das Let's Play läuft ja, lief ja noch gar nicht so lang und jetzt ist das Update draußen. Und jetzt müsste ich wieder von vorne anfangen. So mir nichts, dir nichts. Und ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Ich werde jetzt, The Forest kommt heute nochmal eine Folge um 18 Uhr, ganz regulär. Und dann werde ich The Forest erstmal pausieren. Und dann widmen wir uns im Wechsel mit Minecraft einfach einem anderen Survival-Game. Ich weiß noch nicht was. Ich habe überlegt, Stranded Deep oder Long Dark. Eins von beidem. Und da machen wir da einfach erstmal eine Runde weiter. Ich habe ja gesagt, das ist komplett random. Also es kann sein, dass ich dann nach Stranded Deep, nach, was weiß ich, 5 Folgen oder so sage, hey, jetzt hätte ich mal wieder Bock auf The Forest. Ja, das kann dann ganz random passieren. Wie gesagt, das hat keine irgendwie feste, ja, keine Ahnung, keinen festen Plan oder sowas. Also das ist auch nicht gebunden. Es kann auch sein, dass dann zwischen Stranded Deep Folge 4 einfach mal wieder
3 Folgen The Forest kommen und dann geht's ganz normal weiter mit Stranded Deep oder so. Ich habe mir das relativ offen gehalten. Das habe ich auch von Anfang an gesagt. Minecraft ist das Einzige, was wirklich fest alle 2 Tage kommt, um 18 Uhr. Und der andere Slot um 18 Uhr, der ist komplett random verteilt. Also da ist wirklich alles drin. Muss man mal gucken. Wie gesagt, Stranded Deep hätte ich auf jeden Fall Lust. The Long Dark wäre aber auch ziemlich interessant. Ich muss nur noch mal gucken, ob ich das mit der Aufnahme auch hinkriege oder dass das nicht zu sehr ruckelt halt. Und ansonsten sind noch ein paar andere Games, die ich gerne mal zocken würde um die Uhrzeit. Auch, ja, teilweise Survival Games, teilweise aber auch nicht. Muss man mal schauen. Da wird sich auf jeden Fall noch was finden. Und dann möchte ich auch unbedingt noch ein WWE-Let's Play machen. Das wünschen sich ja sehr viele. Ich habe erst überlegt, ob ich so ein Extreme Rules Orakel mache. Muss ich mal gucken, vielleicht die Hauptmatches oder sowas mal eine Runde. Das ist ja doch ganz gut bei euch angekommen. Ich war überrascht. 30.000 Aufrufe einfach mal. Gut, ich weiß nicht, ob da jetzt einfach noch der WrestleMania-Hype mit dabei war oder so. Keine Ahnung. Aber richtig cool. Aber so eine WWE-Karriere wäre echt schon ziemlich cool. Und dann stehen ja auch nochmal ein paar Livestreams an. Also das muss ich echt sagen, die Livestreams, die machen mir richtig Fun. Ich habe jetzt zwar selbst erst einen gemacht, aber ich habe irgendwie jeden Tag Bock, wo ich mir dann denke, hey, ich könnte noch einen machen. Jetzt sofort. Und ja, da muss man mal schauen. Da habe ich auf jeden Fall in Bälde noch ziemlich viel oder ziemlich große Lust drauf. Ich muss mir halt, wie gesagt, nur noch eine Zeit überlegen, wann wir denn wirklich wöchentlich sagen, okay, dann und dann machen wir einen Stream und der dann auch wirklich jede Woche stattfindet. Da kann man ja trotzdem random immer noch irgendwelche anderen Streams spontan reinhauen. Das ist ja kein Thema. Ich muss halt nur mal gucken, wann. Das ist halt immer noch so mein Problem. Weil Samstag, sage ich ganz ehrlich, Samstagnachmittag, das ist mehr so ein persönliches Ding, aber ich sag's auch ganz ehrlich, ich let's play auch FIFA und da ist es dann tatsächlich so, wenn ich jetzt ein Let's Play mache auf dem Samstag, also im Moment zumindest noch, die Bundesliga ist ja bald vorbei, aber da läuft halt die Bundesliga, auch um 18 Uhr noch, also das würde Samstag frühestens um 21 Uhr gehen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ist Samstag wirklich so eine gute Uhrzeit, beziehungsweise Samstag, ist das wirklich so ein guter Tag? Weil ich weiß halt nicht, ob nicht der ein oder andere von euch da vielleicht auch irgendwie unterwegs ist oder sowas. Ich meine, Samstagabend hat man ja eigentlich normal, also ich jetzt nicht, aber normalerweise die meisten, Besseres zu tun, als jetzt irgendwie dem Tobi beim Streamen zuzugucken. Das ist halt auch so ein bisschen das, was ich mir überlege. Möglich wäre natürlich auch wochentags irgendwie mittwochs oder donnerstags oder sowas um 18 Uhr oder so. Ich weiß es halt, ich bin da noch sehr, sehr, sehr unschlüssig, was das angeht. Mal schauen. Gucken wir mal. Ich bin mir noch nicht so wirklich sicher. So. Ziemlich sicher bin ich mir aber, dass wir jetzt hier diese Kisten hier mal umräumen. Warum ist da der Diamant drin? Was ist da los? So, wir räumen jetzt mal einfach alles ins Inventar. Okay, dann lassen wir nochmal Holz da. Und dann schnappen wir uns erstmal das ganze Grünzeug und das schmeißen wir nämlich unten in die eine Kiste rein. So, Schnauzemann. Was macht der überhaupt bei uns im Zimmer hier? Das ist unser... Nein, du gehst da nicht rein. Eckbert Schnösel. Ja. So, hier oben kommt nämlich Grünzeug rein. Hier so Weizen und... Sonst haben wir eigentlich gar nichts. So eine riesige Kiste und dann sind da 2-3 Sachen drin. Und hier unten würde ich gerne Nahrung reinmachen. Ich mache einfach mal alles rein, was wir haben. Ja, doch, ein Pilz ist auch Nahrung. Hier drüben können wir eigentlich auch locker noch... Oder hier machen wir Holz mit rein. Und hier kommen die Blöcke noch rein. Erde zum Beispiel. Ich mache das auch total unsortiert, weil wir werden hier, bis wir hier wieder zurückkommen, das wird Monate dauern. Wenn nicht sogar Jahre. So, aus Leder könnten wir uns noch irgendwas basteln, aber wir haben alles. Ja, das verrottete Fleisch gehört da jetzt eigentlich nicht unbedingt mit rein. Ich würde sagen, wir tun hier einfach so einen sonstigen Kram rein. Da oben ist Holz drin. So, und hier ist halt so eine Krimschkrams-Truhe, wo einfach alles drin ist. So, hier noch ein paar Sticks. Okay, wir machen die Kiste oben mal noch leer. Es wird nämlich schon wieder dunkel, Alter. Der Sonnenuntergang. Er ist wunderschön. Okay.
So, das Holz nehmen wir noch mit und den ganzen anderen Klumpatsch hier. Was ich da in so wenigen Folgen schon wieder angesammelt habe, ne? Das ist krass. Hey, raus hier, Mann. Meine Pofe. Tschüss. Such dir dein eigenes Haus. Pisser. Glaub mich nicht so an, Mann. Brav. Gute Nacht. Diese Geräusche dauern, ne? So ein bisschen gehen sie einem ja schon auf den Sack. Die Kerls. Ich würde denen gerne den Hals umdrehen. Aber es ist nicht möglich. Huch, scheiße. Na, das will ich doch gar nicht. So. Okay. Pass auf, hier kommt jetzt noch Holz rein. Also alles Holz, was wir haben. Die Holzdruckplatte, die Birkenholztür, der Fichtenholzzaun. Da kommt das Granit rein. Das Holzschwert kommt natürlich zu den Holzsachen. Dann haben wir hier noch eine Bruchsteintreppe, eine Steinstufe. Die Schallplatte kommt hier hinten mit rein. Feuerstein kommt hier mit rein. Spinnenauge, Pferderüstung, Namensschild. Und Schwarzpulver. Und die Federn. Okay. Das rohe Hühnchen. Ich weiß, essen würde ich eigentlich schon fast gerne soweit alles mitnehmen. Falls ihr euch fragt, wohin mitnehmen. Ich hatte es ja bereits angekündigt. Wir werden dieses wunderschöne Dorf in Bälde verlassen. Wahrscheinlich sogar schon in der nächsten Folge. Wenn ich das jetzt hier soweit alles easy hinbekomme. Hüpf. Und dann werden wir in der nächsten Folge weiterziehen, Freunde. Wir werden dieses wunderschöne Land hier, dieses wunderschöne Gebiet hinter uns lassen und von dannen ziehen. Genauso sieht es nämlich aus. Wohin, weiß ich noch nicht. Einfach in die Ferne, keine Ahnung. Das wird man dann schon sehen. Die Kiste, oh Gott. Warte mal. Okay, mich hat's gejuckt. So, das bauen wir hier noch schnell ab eben. Dann nehmen wir das hier und stellen... Wir stellen die Werkbank hier hin. So. Und daneben kann man eigentlich so einen Ofen stellen, ne? Auch wenn wir draußen zwei Öfen haben, aber ich finde, das passt einfach irgendwie. Weiß nicht. Warum? Kann man, finde ich, machen. So, wir nehmen auf jeden Fall ein 64er Stack Kohle mit. Die zwei Truhen packen wir hier rein. Wir nehmen nicht so viel Eisen mit. So ein bisschen halt. Redstone können wir hier lassen. Ja, Diamanten. Ich würde sie gerne mitnehmen. Aber ich glaube... Ich nehme lieber das Eisen mit. Ich glaube, wir werden die Diamanten da lassen. Einfach aus dem Grund. Ich habe, glaube ich, viel zu sehr Schiss, dass die irgendwie abhanden kommen. Also ich... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, wir lassen sie hier. Oder? Wenn wir jetzt im Stream wären, könnte ich euch fragen. Wir können ja mal drei Stück mitnehmen. Drei Diamanten. Ach, wenn man jetzt hier doppelklickt, guck mal, das ist geil. Das ist cool, wenn man doppelklickt, kriegt man alle. Wir nehmen mal drei Stück mit. Und ich hoffe, dass wir uns nicht in den Arsch beißen dafür. Gold nehmen wir auch mal ein bisschen mit. Ja, ansonsten, Lapis Lazuli würde ich auch gerne ein bisschen was mitnehmen. Einfach, weil man das ja jetzt braucht, ne? Das hat ja jetzt mittlerweile endlich mal einen Sinn bekommen. Okay, wir haben von allem etwas. Redstone lasse ich hier. Ich check nochmal gerade unten, dass wir noch Holz mitnehmen auf jeden Fall und uns vielleicht noch ein paar Pfeile machen. Pass auf, das machen wir mal gerade noch schnell. Was braucht man für Pfeile nochmal? Lass mich kurz überlegen. Ja, Federn normalerweise. Feuerstein. Boah, wir können uns so viele Pfeile machen. Das ist der absolute Wahnsinn. So, Holz kann man mittlerweile leider noch nicht stacken. Wäre auch sinnlos, wenn man das, wenn man verschiedene Holzsorten stacken könnte. Oder? Es wäre sinnlos. Hör mal. Okay, pass auf, dann.
Machen wir uns wenigstens den einen Fall, den wir uns hier noch machen können, machen wir noch. Feder und ein Feuerstein, pam. Es ist nicht viel, aber immerhin etwas. Okay, jetzt lass mich nochmal kurz durchgehen. Wir haben doch verdammt viel Eisen dabei, sehe ich gerade. So viel wollte ich eigentlich gar nicht mitnehmen. So, das reicht. Ja. Okay, wir haben 3 Diamanten dabei. Wir haben 64 Kohle dabei. Wir haben 36 Eisen dabei. Wir haben genug Holz dabei. Ich glaube, das Holz mache ich mal eben noch schnell zu Sticks. Damit es ja noch ein bisschen aufgeräumt ist. Wir haben Verpflegung dabei, also was zu essen. Karotten kann man doch essen, ne? Na, man kann Karotten nicht essen. Oh. Okay. Gut, dann muss ich hier nochmal durch. Sorry. Das ist natürlich verdammt ärgerlich. Ich dachte, man könnte die essen. Ich meine, wir nehmen sie trotzdem mit. Einfach, um sie anbauen zu können, falls wir das denn wollen. Aber dass man die nicht essen kann? Muss man da irgendwas draus machen? Karottenkuchen, irgendwas? Ich hab das gerade gar nicht im Blick irgendwie. Gibt es Karottenkuchen? Gibt's, glaube ich, ne? Okay, dann müssen wir uns wohl Karottenkuchen machen, Freunde. Gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. So. Okay, was haben wir hier noch? Ist das... Ach, das sind Karotten, okay. Und sind das Kartoffeln? Nee. Kartoffeln? Nee. Das ist alles Weizen, okay. Na gut. So, hier. Eine Spende. Eine Spende für dieses Dorf. Guck mal, die unterhalten sich. Feldtalk. Okay, da machen wir uns gerade mal ein bisschen Brot hier. So. Warte, so. Okay. Warte, das eine Ei. Ach, hier, komm, das schenke ich dir. Das kann sich mit der Feder, kann sich das vermehren. Und dann packe ich das hier gerade noch schnell zum Grünzeug. Und dann möchte ich noch eben, warte. Ist eine komische Folge, ne? Hat eigentlich wenig mit Survival zu tun. Aber es ist die große Vorbereitung auf unsere neue Reise, die wir jetzt bald antreten. Das ist der Hammer. Jetzt muss ich nochmal kurz zurück. Moment. Oh, guck mal, sie sind bereit, sich von uns zu verabschieden, Mann. Oh, und er möchte Tschüss sagen. Ich werde euch vermissen, Langnasen. Ihr seid für mich wie Freunde geworden. Ja. Ich werde euch vermissen. So. Oh nein, das sind die anderen Sticks noch dabei gewesen. Nein. Ich will den ganzen Scheiß nicht, Mann. Oh, das war's schon. Okay. So, jetzt habe ich 3 von den Dingern dabei. Will ich auch eigentlich nicht. Warte mal. Ich muss kurz... So. Das muss ich nochmal abbauen. Jetzt, weil das sieht scheiße aus. So. Bald wieder zu Hause. Ihr lang... Na. Nasen. Euer Freund. Ja, wir sind bald wieder zu Hause und wir werden euch jetzt verlassen. Warte, die Schilder lasse ich noch da, die brauchen wir nämlich nicht. So, Freunde, macht's gut. Es war mir eine Ehre, mit euch gedient zu haben. Doch jetzt muss ich raus in die weite Welt. Doch ich werde schon bald zurückkommen, Freunde. Schon bald. Mit neuen Informationen, mit einem großen Abenteuer im Rücken, werden wir in dieses Dorf zurückkehren, sobald die Zeit reif ist. Doch jetzt ist es Zeit zu gehen. Ja, und ich verabschiede mich, Moment, ich muss noch kurz gucken. Ja, das passt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid hier bei Let's Play Minecraft Survival. Uns zieht es raus in die weite Welt. Wir lassen dieses Dorf dort hinten hinter uns
unsere ersten Unterschlupf, unsere erste Bleibe in diesem Let's Play. Und jetzt geht's wieder in Richtung Survival. Bis dahin. Ja, wir wecken den puren Survival-Instinkt in uns. Wir ziehen wieder los, wir hauen ab, wir verlassen dieses Dörfchen. Wir tauschen es ein gegen den puren Survival-Genuss. Und ich bin sehr gespannt, was das wird in der nächsten Folge, wenn wir losziehen, um das blanke Überleben zu suchen. Bis dahin.